In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Es ist schon ein bisschen später, also wir haben schon fast 16 Uhr. Wir haben gegessen, Auda ist jetzt zur Arbeit und ja, was noch? Ich war gerade mit Dina kurz einkaufen. Das Wetter ist so schön. Wir haben eiskalt 14 Grad draußen. Ja, ich habe heute bei eBay einen Aufruf gemacht, wer denn frisches Gemüse und so braucht, weil wir haben viel Gemüse und so zu Hause gehabt, auch wegen der Brandnussbox, wollte ich sagen. Hello Fresh Box und die Brandnussbox. Ich habe ja gesagt, dass ich einige Sachen, auf Instagram habe ich das gesagt, dass ich einige Sachen ab jetzt aufbewahren werde und an Familien geben werde, die das halt nötig haben, die nicht so viel Geld haben. Weil entweder schmeißen wir das dann in den Müll oder verschenken das und die anderen benutzen das auch nicht, dann läuft es irgendwann ab und dann wieder in den Müll. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe jetzt eine komplett volle Box, also Brandnussbox abgegeben, einer Frau, die hat das sofort abgeholt. Ja, warum soll das im Müll landen, ne? Dann waren wir mit Lina einkaufen, ich habe Lina Knete gekauft. Ich liebe ja die Knete von Play-Doh, ne? Aber wenn die einmal auf den Teppich kommt, dann kriegst du weder die Farbe ab, noch die Knete und das ist... Oh, da krieg ich so einen Hals, ey. Genau, dann habe ich Blumen gekauft. Wenn ein Mann dir keine Blumen kauft, dann kaufst du dir deine Blumen halt selber, ne? Da sind die Rosen. Warte, Lina, warte kurz, dann nimm das mal kurz, Bickle. Dann hat Lina zwei Dings bekommen, wie heißen die nochmal? Luftblasen von Elsa. Ne, das hier ist auf, damit kannst du spielen. Das nimmst du das? Ich zeig euch mal was. Ich habe auch Lina zwei Pyjamas gekauft bei Kick. Also ihr wisst ja, ich kaufe ab und an mal was bei Kick an Klamotten oder sonst was. Aber ich glaube, dieses Mal muss ich wirklich eins zurückgeben. Ich ziehe gerade an meinen Haaren. Oh, Moment. Scheiße. So, jetzt aber. Ich muss euch mal kurz wieder einstellen. Ihr wisst, wenn die Kamera hier steht, dann heißt es, Emma zeigt jetzt was. Oder erzählt was Wichtiges. Also ich habe, wir waren gestern bei Real und da haben wir so einen Quark Google Hupf gekauft, sorry. Und das hat Lina total gut geschmeckt. Also die sind mit Auda zusammen um 3 Uhr nachts aufgewacht und haben über die Hälfte des Google Hupfs gegessen. Und Lina hat heute Morgen noch ein bisschen davon gegessen. Ja, deswegen habe ich jetzt, übrigens bei Real habe ich irgendwas mit zwei noch was bezahlt. Und bei Edeka kostet das nur 99 Cent, selbe Größe und ich denke mal, das schmeckt genauso gut. Das ist jetzt einmal Marmor und einmal Stracciatella. Ich denke mal, Stracciatella schmeckt besser, aber ich dachte mir, komm, hol jetzt nicht beides gleich. Dann habe ich bei Kick für Lina Pyjamas gekauft, einmal von Frozen. 6,99 hat das gekostet. Ich denke mal, das passt Lina perfekt, hoffe ich zumindest. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Ich hoffe, die Farbe wäscht sich nicht raus. Das jetzt kostet 98,104. Das kann sie aber jetzt schon mal anziehen. Genau, das ist die passende Hose. Die Hose ist viel zu groß. Also, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Und dann habe ich einmal von Minnie Maus. Aber ich glaube, das Oberteil ist viel zu kurz für Lina. Ja. Darf ich es mal an? Nee, das passt auch perfekt. Ja, das hat gekostet 5,99. Und hier steht Organic Cotton, also 100% Baumwolle. Das ist gut. Und das ist die passende Hose dazu. Ich denke mal, die Hose wird halt perfekt passen. Das ist nämlich Größe 92, davon gab es nicht, 98,104. Gibst du mir das bitte? Ja, ich mache dir das auf. Oma ohne Wellenge? Dankeschön. Genau. Übrigens haben mich einige gefragt, ob ich schwanger bin, weil ich im letzten Video gesagt habe, mir war schlecht. Ja, ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Vor knapp 3 Wochen. 2 Wochen, 3 Wochen. Der war leider negativ. Obwohl ich mir zu 100% sicher war, vielleicht hat es geklappt, weil ich hatte, ich denke mal, das war halt Einbildung, ne? Ich hatte halt dieses, mir ist schlecht im Auto-Gefühl, dann, ich war so müde, depressiv, aber nicht so depressiv, sondern
Ich glaube, das kam auch von der Krankheit. Ich war ja krank vor 2 Wochen. Ja, war wohl nichts, ne? Aber egal, ich habe euch ja gesagt, ich will mich nicht stressen. Also, wenn es passiert, dann passiert es. Ich werde auch nicht irgendwelche Wundermittel nehmen. Ich glaube an so ein Zeug gar nicht. Also, irgendein Tee, der helfen soll, oder irgendeine Pille oder irgendwie sonst was. An sowas glaube ich nicht. Klar entscheidet das jeder für sich selbst, aber ich glaube an sowas nicht. Meine Ärztin meinte auch, entweder es klappt oder klappt nicht. Und wenn man halt, ne, irgendeine Störung hat, dann soll man zum Arzt und nicht irgendwas in sich reinfressen oder reinschlucken. Deswegen, ja. Wenn es jetzt beim 2., 3. und 4. Mal nicht klappt, klar, dann gehe ich zum Arzt und lass mich durchchecken, ob alles okay ist, aber soweit haben wir jetzt keinen Stress, ne? Ich lasse es auf mich zukommen und das erste Mal war eh nicht geplant. Ab jetzt fangen wir so an zu schauen, wann ist der Eisprung und wann ist dies und wann ist das. Und ja, also ich war schon ein bisschen traurig, aber ich habe jetzt nicht geheult oder so, ne? Weil der Test negativ war, auf keinen Fall. Weil, wie gesagt, wenn es kommt, dann kommt, wenn es nicht, dann, wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht. Und gut ist es. Ja, das war's auch. Wir wollen diese Woche mit Lina in den Zoo, weil das Wetter sehr schön geworden ist. Ich hoffe, sie wird gesund. Ja, im Krankenhaus haben die ja gesagt, es kann 2-3 Wochen anhalten, aber gut. Das heißt jetzt nicht, dass ich Lina 14 Tage lang sie 24 Stunden zu Hause lassen werde, auf keinen Fall. Weil frische Luft tut echt gut. Wir waren gerade draußen schaukeln. Sie ist gerade am Luftblasen machen. Yeah. You told me to take things slow, but now I don't know which way to go. You tear me up, tear me up, 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 and you fix me up all for fun. You tear me up, tear me up, 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 then you fix me up all for fun. The games that you play, you're making me sway. Up, up, down, down, up, up, down, down, up and down again. The things that you say, it's making you're making me sway.
seitdem ich jetzt gefilmt habe, sind knapp 4 Tage vergangen. Am Mittwoch, wo ich am Filmen war, ist was sehr, 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 sehr Schlimmes passiert. Und zwar, ich wollte hier einen Tortellini-Auflauf machen. Und Lina, also ich habe den Ofen aufgemacht, wollte gucken, ob die Tortellinis schon ein bisschen fertig sind. Und in dem Moment war Lina an der Türe vom Wohnzimmer und ich habe gesagt, warte, es ist heiß. Und eigentlich hört sie immer, eigentlich. Und dann ist sie auf einmal losgerannt, wollte, glaube ich, den Ofen zuklappen und ist dann mit der ganzen kompletten Hand drangekommen. Ja. Also das war bis jetzt das Schlimmste, was ich mit Lina erleben durfte, leider. Ich habe erstmal gar nicht geweint. Erst nachdem ich Audel angerufen habe, habe ich angefangen zu weinen. Ich habe natürlich dann direkt bin ich ins Bad gerannt, habe die Hand mit kaltem Wasser abgekühlt. Und so 3 Stunden später sind wir ins Krankenhaus gefahren. Wir wollten sie erstmal beruhigen, weil Lina hatte sehr, sehr Angst vom Arzt, seitdem sie geimpft worden ist mit 2. Ja, und jetzt hat sie diesen Verband. Willst du mal zeigen? Zeig mal den Arm. Ja, jetzt schaut sie so aus. Und ja, auch wenn man neben dem Kind steht, das kann wirklich jedem passieren. Ich bin froh. Was heißt, ich bin froh? Ich bin wirklich froh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Es konnte noch viel, viel schlimmer kommen. Es hätte sein können, dass heißes Öl über ihren Kopf runterfließt und wisst ihr, wie ich meine? Also, wir sind dann ins Krankenhaus, die haben alles aufgeschnitten, also die kompletten weißen Stellen. Der Daumen ist nicht betroffen, aber sonst der komplette Rest. Ich habe total geweint. Audel war auch total am Ende. Der hat gedacht, der Arzt tut ihr weh, aber das war dann halt hier abgestorbene Haut schon. Und hier sind noch ein paar weiße Stellen. Und der Arzt meinte, wir müssen jetzt Montag nochmal dahin. Um 8.15 Uhr. Und der Arzt meinte, wenn das nicht. Also, wenn diese weißen Stellen nicht weggehen, dann muss sie unter Narkose gelasert werden, damit da keine Narben entstehen. Ja. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass irgend sowas passieren kann in unserer Anwesenheit. Aber es stimmt, auch wenn du neben deinem Kind stehst, es kann passieren. Wenn es passiert, dann kannst du einfach nichts dagegen tun. Und ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wie Lina in dem Moment zu mir gerannt ist, weil sie das eigentlich nie macht. Sie sagt dann immer, keine Ahnung, ich bin froh, wenn wir jetzt den Termin am Montag überstehen. Und ja, sie hat aber... Sie hat das gut gemeistert. Klar, sie hat 3-4 Stunden wirklich durchgeweint. Wir haben sie die ganze Zeit getragen. Die ganze Zeit. Und nach dem Arztbesuch ist sie dann im Auto eingeschlafen auf meinem Schoß. Und seitdem hat sie keine Schmerzen mehr. Aber ich bin mir sicher, wenn wir Montag wieder ins Krankenhaus fahren, wird sie weinen. Weinen bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe nur, dass es nicht so schlimm ist und sie natürlich nicht unter Narkose gelasert werden muss. So, jetzt wollte ich euch meine Brandnussbox zeigen. Und danke an diejenigen, die mir jetzt Genesungswünsche aussprechen und an die, die jetzt sagen, warum hast du nicht aufgepasst und bla bla blub. Ja, ich weiß, diese Kommentare werden kommen. Aber Leute, sagt niemals nie, das kann wirklich jedem passieren. Ich habe auch niemals damit gerechnet. Ich hätte damit gerechnet, dass Lina mal auf die Herdplatte fest, weil sie ja öfters neben mir sitzt. Aber an den Ofen hätte ich das niemals gedacht, weil sie ist noch nie zu mir gerannt, während ich am Kochen war, also irgendwas in den Ofen getan habe oder so. Meine Mutter hat gesagt, das musste wohl kommen und dagegen kann man jetzt auch nichts mehr tun. Ja. So, jetzt zeige ich euch, was in meiner Brandnussbox drin ist, und zwar einmal bunter und drüber mit einem Frühstück, die extra Portion Frucht. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier drin ist, sieht aber sehr hochwertig aus. Ich mache das mal auf. Soll ich das aufmachen? Ja, aber ich mache das mal schön auf. Weil ich gebe ja die Sachen, die ich selber nicht benutzen werde, den Pflegebedürftigen. Ich spare das jetzt. Und ich habe zwei Boxen im Dezember nicht bekommen. Die wollte ich jetzt auch. Die bekomme ich nächste Woche. Die wollte ich halt auch aufbewahren, damit ich die auch verschenken kann. Beere und Traube. Was ist das denn? Ach so, das trinkt man nur so. Das ist pure Frucht. Okay, das ist voll die Vitaminbombe bestimmt. Also das behalte ich bestimmt. Das kann ja nur gut sein.
Dann haben wir hier einmal Protein Bowl, das habe ich auch verschenkt letzte Woche, das benutze ich nicht. Dann haben wir hier einmal Thai Curry. Hier steht dann, was man alles dazu packen muss. Dann kann man das kochen. Und hier habe ich wieder diese Staccato Salami Sticks, luftgetrocknet. Das ist, glaube ich, mit Schweinefleisch. Genau das. Ich habe letztens die eine Packung weggeschmissen, weil die nicht lange haltbar sind. Aber wenn ich halt genug zusammen habe, dann behalte ich das, dann verschenke ich das auch. So, dann haben wir hier Brotaufstrich zum Kochen und Backen. Was ist das denn? Inventär Zuckercreme. Ja, das werde ich auch verschenken. Einmal das. Dann haben wir hier einmal so ein Riegel, Mango, Banane, Orange. Ich will jetzt auch nicht zu lange hier rumschmecken. Was ist das denn? Französische Spezialität, Flageolettbohnen. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und das ist das letzte. Ich glaube, das ist Tee. Ja. Das ist Wahdam 100% Indian-Tee. 10 lose Tees. Black Tea, Green Tea, White Tea, Chai Tea, Oolong Tea. Ich glaube, hier sind verschiedene Sorten drin. Soll ich das auch machen? Ich mach's mal auf. Tee geht immer. Auch wenn nicht, kann man sie trotzdem noch verschenken. Ne? Ach so, das ist so schön eingepackt. Nee, das würde ich jetzt nicht benutzen, weil das ist halt. Hört ihr das? Ist lose. Aber das kann man unten wieder zumachen. Oben. Sollen wir mal deine Elsa-Decke zeigen? Ja? So, und zwar habe ich für Lina 2 Sachen bestellt. Das eine muss ich morgen zurückschicken. Komm, wir zeigen mal deine Sachen. Und Lina hat neue Elsa-Schuhe bekommen von Reno. So, und zwar einmal die hier. Lina, mag ein Kabelangestellinnen. Die hier hat sie gestern bekommen. Die kosten 22,95 €. Dann habe ich für unseren Urlaub für Lina einmal diesen Strandtuch bestellt über Amazon. Ich kann das euch gerne unten verlinken. Übrigens verlinke ich jetzt alles unten, was wir zu Hause alles haben. Unsere Shisha, unser Kohleanzünder, dann meine Nägel hier. Viele Fragen danach. Ja, das ist eigentlich das von Amazon gewesen für 9,99 €. Dann habe ich noch ein Elsa-Kostüm bestellt. Da sieht man noch die Haare. Das war Größe 110 und Lina ist oben nicht reingepasst. Also sie konnte ihre Arme gar nicht durchstrecken, weil das einfach viel zu eng war. Voll scheiße eigentlich. Naja, auf jeden Fall ist sie jetzt komplett mit Elsa ausgestattet. Und dann wollte ich euch noch zeigen, was wir gekauft haben. Dieser Vlog wird ein bisschen lang. Aber ich zeige euch mal kurz, was wir bei Kaufland alles eingekauft haben. Ich räume aber ein bisschen erstmal hier auf. So, ihr Lieben, ich habe Lina jetzt schlafen gelegt. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Und wir fahren morgen in den Zoo mit ihr. Ich habe heute auch ein paar Sachen bei Kaufland eingekauft für morgen. Also so Kleinigkeiten, was sie dann halt essen kann dort. Ja, ob ich mir Vorwürfe mache, natürlich. Achso, ich habe eben vergessen, das jetzt zu zeigen von der Burnhausbox. Waldfruchtlikör. Das wird bestimmt auch dort probieren. Genau, ob ich mir Vorwürfe mache, natürlich. Welche Mutter macht sich das nicht? Aber so nach 4 Tagen denke ich mir, das musste wohl so passieren, damit ich dann in Zukunft mehr aufpasse. Aber stellt euch vor, euer Kind macht das seit 2 Jahren nicht, also traut sich nicht, diese Sache zu machen und dann auf einmal schwuppsdiwupps passiert das innerhalb 2 Sekunden. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Ich weiß nicht, ob sie den Ofen zumachen wollte oder ob sie ihn nicht gehört hat, also ob sie mir nicht zugehört hat oder so. Also war so eine Sekundenreaktion, denke ich mal. Naja, Hauptsache ihr geht es jetzt wieder besser und ich hoffe, das bessert sich. Ja, ich zeige euch jetzt mal den Einkauf. Und zwar habe ich gekauft Brokkoli. An dem Tag habe ich Brokkoli-Tortellini-Auflauf gemacht und der ist natürlich, dann habe ich den in den Müll geschmissen.
Ja, jetzt machen wir was anderes damit. Und an dem Tag wollte ich eigentlich einen Bohneneintopf machen. Und ich meinte zu Audel noch, Schatz, hätte ich lieber einen Bohneneintopf gemacht, dann wäre das nicht passiert. Und er meinte, wenn es so geschrieben ist, dann wäre das so oder so passiert. Wisst ihr, wie ich meine? Dann habe ich einmal gekauft Butterbrot. Ich wollte das wieder machen. Vielleicht morgen. Haben wir lange nicht gegessen. Dann auch das Lieblings Magdalenas. Und dann hat Lina bekommen zweimal von Danone Mickeys Vanillejoghurt mit Schokoknusper oben. Die sind auch voll teuer, finde ich. Ich glaube, die kosten 59 Cent oder so. Dann habe ich einmal von Minnie Maus Joghurt mitgenommen. Dann hat sie einmal Kinderüberraschungseier bekommen, 4 Stück. Dann habe ich einmal bei Kaufland. Diese Marke habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur Bagdad, aber das heißt Santat. Diese Teigblätter geholt, damit mache ich immer diese Zigarrenbergs. Das ist perfekt für ein Frühstück oder so, finde ich. Dann habe ich gekauft, Moment, ich muss meine Tüte so ein bisschen schieben. So, Pampers. Bei Kaufland gibt es die Nummer 4 Plus irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das jetzt noch nie gesehen. Die haben nur 3 und 5 und 5 Plus. Dann habe ich gekauft Eier. Ganz normale Eier. Dann eine Trauben. Eine Gurke. Ich zum Beispiel, ich kriege keine Luft, wenn ich in der Nähe bin. Da habe ich für uns gekauft Bienenstich, 2 Packungen. Die muss ich jetzt sofort in den Gefrierfach tun, weil die schon seit Stunden draußen sind. Oh scheiße, ich wollte Gouda holen, damit ich Pizza machen kann die Tage. Aber habe ich jetzt vergessen, egal. Dann zweimal Schlagsahne. Einmal Hollandaise. Dann zweimal Mozzarella. Einmal Trinkpäckchen für Lila für morgen. So, ich schaue das mal kurz an und dann zeige ich euch die andere Tüte. Moment. So, dann ihr Lieben, habe ich einmal Brötchen gekauft. Ich wollte nämlich morgen schön frühstücken mit den zwei. Dann habe ich noch mehr Joghurt gekauft, nochmal von Mini. Davon habe ich noch eins geholt, das hat sie aber gegessen. Und ich muss sagen, Lina meistert das so, so gut, nur mit einer Hand zu essen. Das ist ja total schwer. Dann nimmt sie so die Faust und schiebt das zu sich, zum Beispiel den Joghurt, und löffelt dann mit der anderen Hand. So süß. Also sie will gar nicht, dass ich sie sozusagen, dass ich ihr das Essen gebe. Sie will das lieber selber machen. Ja. Naja. Dann einmal von Lilifee ein Joghurt, einmal auch nochmal von Lilifee, einmal so ein Einhorn und einmal Lilifee ganz normal. Das habe ich, glaube ich, jeweils zweimal gekauft. Dann einmal Reiswaffeln mit Joghurt. Dann nochmal dieses Joghurt. Ganz viel Joghurt dieses Mal. Und alles in Pink. Und dann zweimal Bananen. Das war es auch. Ich habe nicht viel gekauft. Einfach nur für morgen. So. Und ich habe bei H&M bestellt. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen soll, aber ich glaube, ich zeige euch das. Und ich habe gestern bei H&M ein Kleid gekauft und bei Chibo dazu eine passende Strumpfhose. Das zeige ich euch aber gleich. Jetzt muss ich aber wirklich hier einmal aufräumen. Komplett. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich als bei H&M geshoppt habe. Ich weiß, dieser Vlog geht unheimlich lange, aber das war halt wegen der Verbrennung von Lina. Ich konnte da nicht mehr weiterfilmen. Ich will auch momentan die komplette Aufmerksamkeit Lina schenken. Für die, die auf Instagram geschrieben haben und ich nicht geantwortet habe, das tut mir unheimlich leid. Aber ja, ich war die letzten Tage einfach nur weg. Ich war wie in Trance und du kannst das einfach nicht realisieren. Also ich stand wirklich da am Backofen, habe das rausgeholt. Ich wollte nur gucken, ob das durch ist. Dann habe ich gesagt, Lina, warte, bleib da. Ist heiß. Dann meinte sie, ich erinnere mich auch nicht. Ich glaube, sie hat gesagt, üff, üff.
Und wenn die Üff-Üff sagt, kommt sie niemals. Sie weiß, dass das voll heiß ist. Und ich weiß nicht, in dem Moment, was sie da geritten hat oder so, die ist gelaufen. Und in dem Moment habe ich nach unten geguckt. Ich habe nur noch gesehen, wie sie bam auf die Herd, auf die Ofenscheibe, also das, was man aufklappt. Und dann hat sie mir in die Augen geguckt und ich dachte mir so, scheiße, zu spät. Ja. Jetzt ist es wirklich wie so ein, oh, ich dachte mir so, ey, das kann jetzt nicht sein. Ich habe auch wirklich, ich habe sie wirklich sehr, sehr lange gekühlt. Ich habe die ganze Zeit kaltes Wasser laufen lassen. Dann habe ich diesen Kühlgel drauf gemacht. Ob es was gebracht hat, keine Ahnung. Und dann, ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Ich wollte natürlich direkt ins Krankenhaus, aber dachte mir dann, wenn ich jetzt dahin fahre, wird Lina niemals erlauben, dass sie da irgendwas drauf machen oder so, weil das halt brennt. Wir wissen ja, wie das brennt, ne? Und ja, dann ist auch der gekommen, hat Joghurt drauf geschmiert, weil er meinte, das tut gut. Aber der Arzt meinte, das ist nicht gut. Der muss jetzt die komplette Hand desinfizieren und so. Dann hat er das auch gemacht. Ja, Lina muss jetzt nüchtern dahin. Ich hoffe, sie muss nicht, sie kriegt keine Narkose und muss gelasert werden. Ich hoffe. Aber er meinte, man sieht so ein bisschen den Blutdurchlauf. Der meinte, zu 80% wird es nicht der Fall sein, aber wer weiß. Ja, ich war vorgestern beim Kinderarzt, gestern beim Kinderarzt, habe eine Überweisung geholt fürs Krankenhaus, für die Chirurgie und ja. Der Arzt meinte, das ist, also ich war halt wirklich die ganze Zeit am Weinen und der Arzt meinte, das ist nicht schlimm. Wir kriegen am Tag bestimmt 20, 30 Kinder rein, die sich verbrennen. Und das passiert immer in der Wohnung. Also immer da, wo du es am wenigsten erwartest. Ja. Und wenn ihr auch sowas durchmachen solltet, er meinte, die Mütter müssen sich keine Vorwürfe machen. Das sind Kinder, die einfach zu neugierig sind. Und auch wenn du Nein sagst, dass sie, wisst ihr, wie ich meine? Oh, ich habe jetzt wieder voll viel gelabert. Auf jeden Fall habe ich mir dieses Kleid gekauft bei H&M für 19,99. Das sieht so schön aus, Leute. In Größe 38. Ich will nicht, dass es zu eng ist. Und das passt perfekt. Dann habe ich einmal diesen Zweierpack, diese Strumpfhosengurt in M. Hier steht jetzt 40-42. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Ich werde die anprobieren und wenn die mir nicht passen, dann passen sie halt nicht. Ich habe auch keinen Kassenbon mehr. Dann habe ich bei H&M online bestellt einmal dieses Kleid. Ich muss jetzt hier alles aufreißen. Das war, glaube ich, für 8 Euro noch was. Ich denke mal, das wird mir auch passen. Oder doch nicht. Ich muss das mal gleich anprobieren. Ich probiere das jetzt an. Also das passt mir perfekt. Und wenn ich bis dahin schwanger bin, sieht das mit dem Babybauch auch sehr, sehr süß aus, finde ich. Naja. Ich denke immer ans Schwangerwerden, ne? Nicht nur mal wir. Dann haben wir hier ein Kleid für Lina. Die waren, glaube ich, für 3,99. Das habe ich jetzt bestellt für den Urlaub und für den Sommer. Das ist jetzt Größe 98,104, das passt dir auch perfekt. Einmal das. Dann habe ich für meine Mama das bestellt. Die hat das auch gerade eben anprobiert. Sie hat mich nämlich nach Hause gefahren. Aber das war ihr zu groß, obwohl das Größe 34 ist. Das hasse ich halt an H&M. Manchmal fällt das viel zu groß aus oder manchmal viel zu klein. Das ist 34, Helen. Das musst du auf jeden Fall zurückschicken. Das kann ich hier hin tun. Das werde ich auch morgen abgeben direkt. Dann ist hier noch ein Kleid für Lina. Ich liebe das ja an H&M, dass man das zurückschicken kann. Gibt es einfach bei Hermes ab und füllt das. Ich schmeiße das mal auf den Boden einfach. Aber dieses Kleid sieht aber, der Stoff ist nicht so schön, oder? Aber sehr, sehr schönes Kleid. Ich glaube, es hat auch 3,99 gekostet. 98,104. Dann, Leute, ich habe mich in dieses Oberteil verliebt. Und ich bin mir sicher, das wird total süß aussehen an Lina. Das hier. Süß, oder? Ob es ihr passt, weiß ich nicht. Muss ich ja anprobieren. Aber ich glaube, das wird ihr nicht passen. Bauchfrei kann sie eh nicht tragen mit ihrem fetten Bäuchlein. Was ist das hier?
so, das ist dieses Tuch hier. Das habe ich für den Urlaub bestellt. Damit ich das so umbinden kann, ne? Ja. Genau, damit ich das umbinden kann. Über meinen Badeanzug. Was ist das? Was ist das denn? Ich weiß selbst nicht mehr, was ich bestellt habe. Ich habe alles Mögliche bestellt, weil ich mir dachte, du probierst es an und wenn es nicht passt, gibst du es zurück. Okay, das wird mir definitiv nicht passen. Das hat so einen Rückenausschnitt. Nee, das wird mir definitiv nicht passen. Das kann ich sofort zurückschicken. Das ist so ein Samtkleid. Warum habe ich 36 bestellt? Ey, das habe ich mir dabei gedacht. Okay, das ist jetzt 36, aber... Das sah es auch auf dem Bild so breit aus, deswegen... Ich sage, ich kann heute irgendwie einschätzen. Dann habe ich für Lina einmal dieses Kleid hier bestellt. Auch total süß. Auch 98,04. Dann kommen jetzt, glaube ich, die Oberteile. Also Linas Sachen werde ich auf jeden Fall behalten. Dann ist hier noch so ein Kleid. Ich muss mal schauen, wie das ausschaut. Ich probiere das morgen an. Und wenn es nicht schön ausschaut, dann gebe ich zurück. Dann habe ich hier so ein Kätzchen. Kätzchen. Kleid. Das muss ich auch halt anprobieren. Und dann habe ich zwei Badehosen bestellt für mich. Ich habe zwei Stück bestellt, weil ich nicht wusste, welches passt. Ich weiß aber nicht, welche Größe das jetzt ist. Das ist jetzt 38. Das ist 40. Das Problem, ich kann Badehosen gar nicht mehr einschätzen. Ich habe letztens eine gekauft bei Calzedonien, letztes Jahr. Ich habe 40 Euro bezahlt, Größe 36, passt wie angegossen. Dann war ich bei TK Maxx, habe 36 anprobiert, passt gar nicht. 38 passt gar nicht. Komisch. Jetzt habe ich einmal das und das andere. Aber das sieht auch so Oma-like aus, ne? Ich muss mal schauen morgen. Oh, das ist dann die perfekte Bereitung. So, ihr Lieben, ich denke mal, ich beende den Vlog hier, weil das wird sonst viel zu lang. Ich bearbeite den Vlog auch, damit der Montag online geht. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und passt auf eure Kinder auf. Auch wenn man manchmal aufpasst und man trotzdem einiges nicht verhindern kann. Bye, bye.